Genau vor einem Monat sind wir nach Norwegen. Wir haben heute den 11. Juli. Und wir haben in diesem Monat mehr kalte und nasse Tage erlebt, als wir erwartet haben. Der Sommer in Norwegen ist in diesem Jahr wohl zu vergessen, zumindest bisher. Das heißt für uns, wir richten die Kompassnadel jetzt auf Richtung Osten. Wir fahren ins Landesinnere und werden später nach Schweden fahren. In der Hoffnung, dass wir da ein bisschen mehr Wärme und ein bisschen mehr Sonne erfahren werden. Und ob das alles so wird, erfahrt ihr nach dem Intro. Gerade als wir los wollen, bekommen wir ganz hohen Besuch. Das Schauspiel sehen wir uns doch noch an. So eilig haben wir es ja nicht. Wir sind schließlich nicht auf der Flucht. Als wir den letzten Tunnel hinter uns haben, bietet sich der Platz für eine Rast an. Wir sind fast die gleiche Strecke gefahren, die wir auch gestern unter die Räder genommen haben. Nur andersherum. Und stehen jetzt genau an diesem Punkt. Weiter geht's, dem Ottertal entlang. Bald schon kommen wir an einen reißenden Wasserfall. Auf Schildern bekommen wir Aufklärung. Hier wird Strom erzeugt. Ein Teil des Wassers wird in einen Auffangsee geleitet. Danach wird es bergan gepumpt und dem Fluss erneut zugeführt. Nachhaltigkeit ist das Schlüsselwort. So, Freunde, weniger als 100 Kilometer gefahren, Luftlinie. Und wir haben Sommer, so wie ich ihn mag. Wir haben so circa 17 Grad im Schatten. Und es weht ein leichter Wind, die Sonne scheint, ihr seht, kurze Buchsenwetter wieder. Herrlich. Ihr hört wahrscheinlich im Hintergrund das Rauschen. Das ist der Otterfluss, durch dessen Tal wir zurzeit hier fahren. Wir haben einen wunderschönen Campingplatz hier gefunden mit
ganz fantastischen Kleinigkeiten nett gemacht, wie man zum Beispiel einen Stromkasten gestalten kann. Und ich bin überzeugt, es gibt hier noch viel mehr Interessantes zu sehen. Und da nehmen wir euch gleich mal mit zu einem Spaziergang. Aber vorher ein kaltes Getränk. Das Flusswasser im Schwimmbad wird grob gefiltert und später aufgewärmt. Ein herrliches Naturbad. Diesen Campingplatz haben wir uns auf unserer Reise 2014 angeschaut und ich habe mich daran erinnert. Damals haben wir gesagt, wenn wir noch einmal nach Norwegen kommen, ist das ein Ziel. In dieser sehr gepflegten Anlage haben wir uns sofort heimisch gefühlt. Heute wollen wir spazieren gehen und das Ufer auf der anderen Seite erkunden. Aber wir kommen nicht weit. Es regnet mal wieder. Also setzen wir uns ins Auto und fahren entlang des Tals. Ganz hinten soll es einen schönen Aussichtspunkt geben. Aber weit kommen wir nicht. Privatstraße und mautpflichtig. So zahlen über eine App, die wir nicht haben. Und für einmal die herunterladen, macht keinen Sinn. Wir rollen zurück zum Zuhause auf zwei Rädern. Abends klappt der Himmel zeitweise auf. Da, wo es blau wird, wollen wir morgen hin. Es gibt Hoffnung. Guck mal, Sonnchen scheint. Scheinbar ist unser Wetterwunsch von gestern Abend wirklich in Erfüllung gegangen. Wir rollen jetzt weiter Richtung Osten. Wir fahren ganze 88 Kilometer heute. Und dann landen wir in Otta. Durch das Ottertal führt unser Weg bis in diese Stadt. Unterwegs wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Ich zeige euch einmal einen Campingplatz, wo ich früher schon mal irgendwann war. Und soweit ich das in Erinnerung habe, fahren wir durch einen Tunnel, aber entlang eines wunderschönen Sees. Ich hoffe mal, dass meine Erinnerungen mich nicht trüben. Wir kommen nach Lum.
Die wunderschöne Stabkirche wollen wir euch nicht vorenthalten. Leider sind heute etliche Busladungen zur Besichtigung da, trotz Corona. Also beschränken wir uns auf eine Runde drumherum. Selbst hier fällt es mir manchmal schwer, Abstand zu halten. So ziehen wir weiter bis Otta. Nachdem die Homebase eingerichtet ist, machen wir einen Erkundungsgang in das Dorf. Otta liegt an einem wichtigen Verkehrsknoten. Daher hat es ein bisschen mehr an Bedeutung. Hier gibt es einige Geschäfte und Tankstellen. Mehr aber nicht wirklich. Ein Tag Sonnenschein, ein Tag Regen. Trotzdem wollen wir heute Moped fahren. Wir wollen den Nationalpark Rondane umrunden. Diese Richtung, ich spiele euch mal Bilder von gestern ein. Auf der Ostseite des Nationalparks finden wir eine der 18 nationalen Touristenrouten, die durch Norwegen führen. Das ist auch die östlichste und das ist auch gleichzeitig für uns die letzte der Routen. Auch wenn wir nicht alle geschafft haben, es geht weiter nachher Richtung Osten, es geht weiter nach Schweden. Wir biegen nach links ab, auf die für Motorradfahrer eher langweilige E6. Die E6 ist die Hauptschlagader Norwegens. Sie führt von Malmö in Schweden über Oslo bis weit hinauf in den hohen Norden. Bei Russenes zweigt die E96 ab, die einen zum Nordkap bringt. Die E6 zieht sich weiter nach Osten, bis Kirkenes kurz vor der russischen Grenze. Unzählige Straßen und Wege münden in die E6. In Dombås biegen wir rechts ab. In der Streckenbeschreibung der Landschaftsroute wird diese Kirche als sehenswert erwähnt. Das können wir nicht so unterschreiben. Weiter. Und dann passiert mir ein Fehler.
Hier hätte ich rechts abbiegen müssen. Ich habe wohl gepennt und hatte auch die Kalimoto-App nicht eingeschaltet. Sonst wäre das nicht passiert. Ein architektonisch auffälliges Gebäude reizt mich anzuhalten. Drinnen gibt es Kaffee und lecker Kuchen. Solan und Ludwig heißen diese beiden Figuren. Sie sind in Norwegen bekannte Kinderbuchhelden. Der Autor der Bücher ist auch der Inhaber des Cafés mit Museum. Wie diese Schokoladenfabrik hat er mehr Kurioses gesammelt und erfunden. Dieses Tal muss ein fruchtbarer Landstrich sein. Unmengen von Heuballen säumen unseren Weg. Auch Getreide wird angebaut. Manchmal sehen wir Kuhherden auf den Wiesen. Wieder auf dem rechten Weg ziehen wir hoch in das Rondane-Gebirge. Irisch Moos fällt uns auf. Trotz der Hülle und Fülle steht es hier unter Naturschutz. Ich habe euch schon mehrfach Kunstwerke an den Touristenrouten vorgestellt. Der Architekt Carl-Viggo Hölmebakk hat Solbergs Plassen verwirklicht. Er hat den Aussichtsplatz gebaut, ohne auch nur einen einzigen Baum zu fällen. Hier soll Harald Solberg sein Bild Eine Winternacht in Rondane gemalt haben. Weiter geht es auf die Hochebene des Rondane Nationalparks. Und aufgepasst, rechts und links liegen hier Wollknäuel herum. Die dürfen das. Ganze Dörfer aus Ferienhäusern entdecken wir. Von der Weite und Schönheit dieser kargen Bergregion beeindruckt, vergessen wir fast, wie kalt und windig und muselig es doch eigentlich ist.
Und dann rollen wir hinunter ins Gutplanztal und somit der warmen Stube entgegen. Und dort gibt es ein wärmendes Getränk. Zum Abschluss die heiligen Worte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.